Ja, ihr Lieben, hallo ihr Lieben, hier ist das Heinz Meier, Paartherapeut, Beziehungscoach und vieles mehr. Und Juli ist natürlich auch wieder hier. Du bist wohl drin, okay. Ja, diesmal ein Videoblog. Das ist mein Leben hier. So, und genau, bevor wir jetzt gleich losfahren nach Timbuktistan, wollen wir mal zwei E-Mails beantworten zum Thema Bindungsangst in Dating-Situationen. Wie geht man damit um? Können wir ja sagen, macht die fucking Kurse, meldet euch bei mir für Newsletter an, da kommen auch viele coole Sachen. Und ich habe ja auch extra Kurse, also drei verschiedene Kurse für Bindungsängstler. Das ist, was ist das nochmal? 4, 6 und 9, die Module. Und beziehungsweise wenn man mit Bindungsängstlern zusammen ist, was wir jetzt hier auch ein bisschen haben, also wir haben jetzt ein bisschen von beiden Seiten hier in den beiden E-Mails, natürlich auch nicht leicht. Also fangen wir mal mit dem Mann an, Breschneskov, und er schreibt: Hallo Christian, vorab, ich bin 50 Jahre und deine Videos sind sehr hilfreich, eröffnen die Augen. Nun zu meiner Situation. Ich war Anfang vergangenes Jahres in einer Freundschaft Plus. Also ich habe nichts gegen Freundschaft Plus. Es ist ein Risiko, wenn du bindungsunsicheres Muster hast irgendwie, ne? Deswegen rate ich, habe nichts dagegen. Ich rate trotzdem von ab, das zu machen. Nicht, weil das nicht moralisch nicht in Ordnung wäre oder was weiß ich, sondern natürlich, ich weiß, das machen super viele Leute. Aber das Risiko ist einfach deutlich größer. Deswegen in Sex and Love Addicts Anonymous, soweit ich weiß, lehnen die sowas ab. Da sagen die, macht das nicht, Leute, ne? Macht euch nur wieder liebessüchtig, so, ne? War zu keinem Zeitpunkt so richtig getoucht. Dann, also, ja gut, dann ist jetzt nichts Schlimmes passiert für dich. Dann habe ich über Tinder eine Frau kennengelernt. Wir wohnen, eine Stunde entfernt. Das erste Treffen hat mich gar nicht so richtig umgehauen. Dennoch habe ich ein zweites Date vereinbart. Wir waren essen und haben uns zum Abschied geküsst. Danach weitere Treffen, Bachelor, alles ganz fein. Im Laufe der nächsten Zeit erzählt sie mir, dass sie wohl bindungsängstlich ist. Also wenn das schon jemand sagt, würde ich das nicht mit leichtem Herzen aufnehmen. Also ist ja ehrlich und sagen wir mal, wie es ist. Dating-Population 50 plus sind auf Tinder sind garantiert super viele Bindungsängstler, super viel. Deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, man soll sich nicht daten oder so, ne? Aber wenn das jemand schon so rausballert, dann sind die einfach erfahrungsgemäß oft bindungsängstlich hoch 287, so, ne? Und dann, wenn man selber vielleicht zum Pluspol neigt, naja, spult sich da schnell hoch und dann kommt man in Liebessuchtpol und dann ist, ja, finito, ne? Wenn euch die ganze Dynamik interessiert, fangt einfach mit Modul 1 an bei mir, ne? So, nie längere Beziehungen hatte. Ja, sag ich auch immer wieder, jemand, der nie längere Beziehungen hatte, ist vielleicht für viele von euch nicht der richtige Datingpartner. Das ist auch keine Ablehnung, die haben ihre eigenen Struggles, ne? Und aber einfach, also viele Verlustängstler sind ja selber darunter bindungsängstlich. Deswegen sagt die Vorstellung auch immer wieder, versucht jemanden bindungssicheren zu suchen und das ist wahrscheinlich besser, ne? Sie hat aber ein Coaching dagegen angemeldet, um das Thema mal näher zu durchleuchten. Das ist eine super Sache. Ich würde da nur nicht zu viel drauf geben, als meine, das witzig jetzt nicht im Paar Dates ändern. Kurzum, wir hatten eine gute Zeit und dann kamen die berühmten 100 Tage aus dem Nichts. Das ist immer das gleiche, Leute. Aus dem Nichts hatte sie mich bezüglich des bestehenden Sommerurlaubs konfrontiert, da wir in unterschiedlichen Bundesländern leben und auch schulpflichtige Kinder haben. War es partout nicht möglich, sich zu sehen. Daraufhin hat sie alles sabotiert und Schluss waren wir getrennt. Ist leider, muss ich ihr recht geben, das ist typisches Bindungsängster Vorgehen, so, ne? Ja. Nach 3 Monaten haben wir uns auf Tinder wieder getroffen. Ey, was ist das für eine Welt, Leute? Sorry. Was ist das für eine Welt? Übrigens, wir werden das also wahrscheinlich Mittwoch
kommt ein ganz krasses YouTube-Video von mir, aber ich werde das nochmal auch im Zug auf Dating-Apps. Aber wenn das dann soweit ist, verlinke ich das hier nochmal, ist auch wurscht. So, es folgte ein Telefonat, wir verständigten uns auf eine Freundschaft plus. Wieder eine gute Anfangszeit, gemeinsamer Urlaub, starke Liebesbekundung, aber immer zwischendurch mal wieder abwertende Äußerungen, eine gewisse Kritik. Ja, Lovebombing, Kritik, Abschluss. Ist hier, also ich sage jetzt nicht, dass sie toxisch, also ein Menschen, ich sage sowieso ungern, dass Menschen toxisch sind, ich sage immer nur toxisches Verhalten. Aber ist leider hier wieder wie aus dem Lehrbuch, ne? Und wahrscheinlich kann sie gar nicht, sie kann nicht anders, ne? Was soll man dazu sagen, ne? Ich habe es leider nicht gesehen, dann zweimal Streitgespräche, Versöhnung mit Sex und schlussendlich sagte sie mir, lass uns doch eine Freundschaft plus mit Leichtigkeit haben. Sorry, muss mich kurz übergeben. Ich willigte ein, wir trafen uns ein paar Tage später und dann berichtet sie mir von ihrem Coaching zwei Tage zuvor. Ihr Coach sagte wohl, sie hätte ausschließlich Beziehungen zu abweisenden, vermeidenden Bindungstypen gehabt, inklusive mir. Also erstmal würde ich auf den Coach würde ich gar nichts geben. Was weißt du, der, vielleicht hat er zweimal Steffi Stahl gelesen und sagt, er ist ein Coach, weißt du nicht, ne? Oder war irgendwie am Wochenende mal, ist er mal einmal abgewiesen worden auf einer Dating-App und macht jetzt Bindungsangst-Coachings, weißt du nicht, ne? Du weißt nichts. Selbst wenn er jetzt sagen würde, sie macht eine Therapie, ich habe mal was auch nicht, welche Therapie. Und das nächste Problem ist, was Leute sagen, was in der Therapie gesagt worden ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen als Therapeut, hat oft wenig mit dem zu tun, was wirklich gesagt worden ist. Also nicht, dass das irgendwie böser Wille wäre oder so, aber sie erzählt jetzt irgendwas, was sie sich erinnert, so, ne? Und was sie da genau besprochen haben. Und ihr wisst ja auch nie, ich kann auch euch auch sagen, dass so krasse Bindungsängster zumindest, die neigen, ach, eigentlich alle, wir neigen doch das zu, die, ich sehe das halt immer in Paartherapie, wenn ich mit Leuten mal einzeln rede, es wird ein völlig unterschiedliches Bild der Beziehung gezeichnet. Du hast manchmal, machst du ganz viele Gespräche mit einer Person und dann bringt sie einen Partner mit und denkt sie, über wen haben wir eigentlich geredet, der ist doch komplett anders, als das hier beschrieben wird, so, ne? Und das heißt, was weißt du, was sie erzählt, ne? Auch über dich, ne? Was für ein schlimmer Typ du bist, so, ne? Und wie gesagt, gar nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil das ist, was sie das so distorted wahrnimmt irgendwie. Und aber das tut natürlich schon weh, wenn man selber so am Rande der Liebessucht ist und dann ist man aber ein abweisend vermeidender Bindungstyp. Also vielleicht, ich musste wirklich so lachen, weil ich dachte, was erzählt sie da bloß, ne? Oder malt sie sich als Pluspol in diesem Coaching oder weil, also zwei Leute mit einem abweisenden Bindungstyp kommen auch gar nicht zusammen und sie scheint ja einen abweisenden Bindungstyp zu haben, also das ist schon oder könnte ich mir zumindest vorstellen, ich sag, die ganzen Unterschiede sind auch nicht so wichtig, Gott, ey. Jetzt würde sie sich lieber einen sicheren Bindungstyp suchen. Ja, also da würde ich sogar mitgehen, dass ihr seid wahrscheinlich kein gutes Match, so, ne? Letzte Story. 4 Wochen keinen Kontakt mehr. Ehrlicherweise hatte ich schlimmen toxischen Liebeskummer. Ja, und haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil du nichts drüber geschrieben hast. Wenn ihr merkt, und das kann man lernen, das zu merken, wenn man merkt, man wird liebessüchtig. Und das kann man schon sehr früh merken, wenn man dieses Dopamingefühl, sag ich mal, ne? Wenn das so reinballert. Lass die Finger davon, ne? Dann sagt ihr einfach, oh nee, nicht schon wieder, brauche ich nicht. Tut mir nicht gut. Und das auch solche Sachen sind genau der Grund, warum ich für euch gegen Freundschaft Plus bin. Wenn ihr völlig gesettelt seid irgendwann und euch kann nichts mehr umhauen und eure Standards sind stahlhart irgendwie, ne? Könnt ihr es gerne wieder probieren, so, aber solange ihr ein Liebeship umprogrammiert, wie ich das immer nenne, lasst die Finger davon, ne? Also. Modul 0, Liebeskummer vielleicht. Lass die Finger von der. Ich habe einiges investiert und 0 Wertschätzung zurückbekommen. Bittere Erkenntnis. Ja, und ich würde euch bitten, seit früher, rechnet auf. Das sag ich immer wieder, rechnet auf. Und wenn ihr nach 3 Wochen feststellt, boah, ich merke jetzt schon, dass ich Sachen reingebe, die ich nie wieder rauskriege, so, lasst es. Macht nicht einen auf unbedingte Wertschätzung und Mutter Teresa und so. Lasst es. Lasst die Finger davon, ne? Wirklich, guckt wirklich in euer Tagebuch,
passt das hier? Kriege ich so viel zurück, wie ich reingebe? So, ne? Ja. Gut, gucken wir noch mal kurz in die zweite Mail. So. Einen Moment. So, finde ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß die Frage noch, die würde ich auch gerne mal sagen. Und zwar hat da jemand meine 15 Dating-Tipps runtergeladen. Und die gibt es ja, wenn ihr euch dafür da auf der Homepage für Newsletter anmeldet. Und ein Dating-Tipp ist ja dann eben auch Leute nicht zu daten, die nie eine feste Beziehung hatten. So, ne? Und dann hat sie gesagt, ach du Scheiße, wird hier oder lange keine feste Beziehung hatten, wird hier vor mir gewarnt. Ich bin ja auch so. Und da wollte ich nochmal, ich habe das eigentlich schon 20, 30 Mal gesagt, aber ich wollte es nochmal sagen, dass, also diese Tipps dienen einfach nur dazu, dass man, das sind ja auch wirklich nur 15 Tipps, ne? Ich meine, da kann man jetzt gar nicht viel ausholen, aber es ist halt nicht so gut, wenn zwei Bindungsängstler zusammenkommen, so, ne? Also, weil entweder geht der eine volles Fund im Pluspol oder sie kommen erst gar nicht zusammen, so, ne? Sondern was hier auch gesagt worden ist, es ist halt besser, wir kennen es auch genauso gut, vielleicht ist es auch drin, es sind 15 Tipps, weiß ich gerade nicht, könnte genauso gut auch warnen vor krassen Pluspolen, so, ne? Also das ist, weil dieses Hin- und Her-Switchen vom extremen Plus ins extreme Minus, ne? Von extremer Verlustangst zu extremer Bindungsangst, das geht sehr schnell, aber in die Mitte zu kommen, das ist halt schwierig. Und die wollten einen Partner haben, der ein bisschen mehr in der Mitte ist als ihr selber, damit ihr auch in die Mitte kommen könnt. So, ne? Natürlich auch mit eigener Arbeit an sich, aber das Match ist da schon sehr entscheidend. Und es ist so ein bisschen, als wenn ich Alkoholiker davor warnen würde, in Bars zu gehen. Ich habe nichts gegen Bars, aber in diesem Moment ist das, auch wenn du selber über einen Bars warst, weißt du, ist das vielleicht nicht so der richtige Ort, sondern du suchst dir ein Match, was dich nicht wieder antriggert zu sehr, so, ne? Aber ich habe, bei mir sind wahnsinnig viel Dauersingles in den Kursen auf dem Kanal und die sind mir total wichtig und das ist natürlich keine Warnung, sondern man soll nicht zweimal das Gleiche zusammenstecken, so, ne? Das ist halt nicht so gut, ne? Und zweimal das Gleiche ist auch häufig, also wenn man dann sagen würde, man steckt zwei Extreme zusammen, weil häufig einer einen extremen Pluspol geht dann. Ne? Das ist so der einzige Grund, aber das wird irgendwie ganz oft gefragt. Das ist eigentlich so ein Logikfehler, weil es geht, wie gesagt, nicht nur ums Match und nicht grundsätzlich davor warne, sondern ich warne davor, dass ihr, zumindest solange ihr nicht in die Mitte gekommen seid, dass ihr jemand datet, der genauso wackelig ist wie ihr selber. So, weil was soll dabei rauskommen, ne? Das habe ich früher auch gedacht, dass man sich dann so gegenseitig Halt findet. Das mache auch in Einzelfällen immer funktionieren, aber oft fängt man noch mehr an zu wackeln. So, ne? Das ist so der einzige Grund. Hoffe, das war klar. So. Ja, ich werde mich jetzt erstmal aufmachen. Ich bin so fucking ungeduldig mit meinem Bänderriss, ey. Das ist ja doch echt Lappalie eigentlich. Aber ist für mich so schlimm, wenn ich nicht durchgängig Sport machen kann. Ich hasse es. Eine sehr große Schwäche von mir. Ich bin ein schrecklich ungeduldiger Mensch, ey. Es ist schlimm. Genau, in diesem Sinne gucke ich mir mal Ungeduld-Videos an auf YouTube. Macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.